Hi Leute und herzlich Hey willkommen Sandy. zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy. So, wir lassen den Ball mal in Ruhe. Und ich habe heute vor. Ich dachte gerade, es wäre ein Tentakel, das Zelt. Ich habe heute vor, ein paar Nebenquests zu machen. Dazu müssen wir dann rauf. Und müssen jetzt mal erstens fliehen, weil ich keinen Bock habe, angegriffen zu werden. Und zweitens markiere ich mal, wo wir hin müssen. Ich möchte nämlich dahin. Auf Hallo, jetzt. Da müssen wir erstmal hin dackeln. Aber ich denke, das kriegen wir schon. Ah, guck mal, es ist ja direkt schon. Ich weiß. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Kein Grund zur Hilfe! Eile, mein Schatz. Kein Grund zur Eile? Wie viele sitzen da? Feuer ist was Schönes. Feuer ist was Herrliches. Vielleicht will Madame Baumann gar nicht wissen, was ihm wirklich zugestoßen ist. Ich habe jetzt mal ein bisschen leiser gedreht. Ich glaube, es war ein bisschen zu laut. Okay. Und jetzt Rebellion. Müssen wir, glaube ich, nach da oben. So! Mein kleiner Flamiga gewesen. Achso, stimmt ja, wir sollten ja für eine mal gucken, was es da auf sich hat. Wir haben die jetzt alle abgeschnitzelt. Und jetzt können wir wieder zurückfliegen. Erinnert ihr euch noch an die Mission? Ich erinnere mich noch dran. Ranrocks Anhänger sind eine Plage. Was können wir tun? Ich konnte nicht umhin zuzuhören. Erwähnten Sie Ranrocks Anhänger? Ja. Ach, ich hätte nie gedacht, dass Sie so blutig vorgehen. Ich bin übrigens Claire Beaumont. Freut mich wirklich sehr. Ranrock und seine Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Ohne Rücksicht auf unser geliebtes Dorf und unsere Existenz. Einfach skrupellos. Mein Bruder Bardolf wagte es, sich gegen sie aufzulehnen. Und landete dafür im St. Mungo. Ich weiß Nein. einfach nicht weiter. Wie landete Ihr Bruder Bardolf in St. Mungo? Ach, Bardolf hatte den ganzen Tag Kräuter und Wurzeln für uns gesammelt. Als eine Gruppe von Ranrocks Leuten auftauchte und die Ernte für sich einforderte, weigerte sich Bardolf standhaft. In ihrem Zorn schleuderten sie ihn gegen einen Felsen und raubten ihn aus. Als er St. Mungo verließ, schwor er Rache. Ich habe Angst, er könne sich an einer Art Magie versuchen, die er noch bereuen wird. Leute! Rache ist nie was Gutes. Sie meinten, Ranrocks Anhänger hätten hier ein Lager aufgeschlagen. Wo genau? Im Süden, hinter dem Fluss. Ich habe gehört, dass in jedem Lager etliche von Ranrocks Anhängern sind. Ich wage mich nicht in ihre Nähe. Warum verlassen Sie die Gegend nicht einfach? Aber Hogsfield ist mein Zuhause. Bardolf und ich sind hier aufgewachsen. Nein, wir geben nicht nach. Sobald mein Bruder zurückkommt, sehen wir, wie es weitergeht. Er sucht Rat bei Victor Rookwood. Ich habe das nicht gut geheißen. Aber vielleicht bringt es uns ja doch was. Ich kenne Ranrocks Anhänger leider nur zu gut. Vielleicht kann ich etwas tun. So sehr ich sie auch loswerden möchte,
will ich nicht, dass Sie verletzt werden. Oder Schlimmeres. Bitte seien Sie vorsichtig. Vorsicht ist mein zweiter Vorname. Sie sollten nicht in Angst leben müssen. Das ist unsere Heimat. Eine Karte. Gut, Leute. Dann räumen wir mal ein bisschen den Müll auf. Ich sehe mich besser vor. Ich war ein bisschen... Meine Mutter sagt ja immer, ich soll ein bisschen aufräumen. Weiß zwar nicht genau, ob sie das meint, aber... Unverschämt. Hallo! Meine Freunde! Schön, euch wieder zu sehen! Ich werde nicht ruhen. Oh, probiert euch zu wehren. Ihr seid so süß. Oh. Unhöflich. Einfach nur unhöflich. Gewöhnlich daran. Warum ziehst du es unnötig in die Ich tue euch nichts und ihr mir nichts tut. Alter Marie! Nur noch eine übrig. Gut. Das haben wir schon mal weg. Ein Lager erledigt, noch eins übrig. Magst du Schmerzen? Das war wenig beeindruckend. Feuer! Mein Lieblingselement! Oh, das ist was. Ich werde deinen Tod rächen. Komm, Tringo. Bleib mich gern an. Oh! Komm her! Kommt her, meine kleinen süßen Kobolde! Gut, ich hab das. Oh, das war noch nicht alles. Kommst du nicht davon? Alter, Magie! Ein lästiger Mensch wird uns bereuen hier zu sein. Lass das! Ein Pass gefälligst! Oh. Soll gut für die Augen sein! Renrock. Beide Lager geräumt. Madame Beaumont wird sich freuen. Sehr, sehr, sehr schön, Leute. Und jetzt sagen wir ihr, die sind schon mal aufgeräumt. Na, meine kleine Süße. Müssen wir gucken, ob wir noch einen Bär von eurer Art finden. Ich meine wohl wirklich. Ah, Schlangenlady. Oh, das gefällt ihm gar nicht so. Gut, Kleiner. Ich muss jetzt leider von dir absteigen. Wie ich wohl in so einem kleinen Dorf zurechtkäme? Ich vermisse das Geschäft getragen. Alter, ich würde. Ich will. Das ist genau mein Dorf, gell? Oh, ich gebe dir gerne Trinkgeld. Was? Können die Dinge
hoffe, meinem Bruder geht es gut. Ich vermisse das geschäftige Treiben. Hallo, Madame Beaumont. Gute Nachrichten. Ich habe mich um Renrocks Lager gekümmert. Sie haben sie davon gejagt? Wie? Eigentlich war es nicht schwer. Ich konnte sie überrumpeln. Wenn mein Bruder wiederkommt, wird ihm das die Welt bedeuten. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich ihnen nie vergessen. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer. Renrock und seine Leute sind anders als alle Kobolde, die ich je gesehen habe. Was verkaufen Sie? Wonach suchen Sie genau? Danke vielmals. Wirklich. Wunderbar. Davon könnte ich jederzeit mehr gebrauchen. Jederzeit mehr? Ich gebe Ihnen gern ein bisschen von meinen kleinen Schätzen ab. Ich müsste mich mal wieder equippen. Ich habe da bessere Rüstung, aber momentan habe ich nicht so das Problem. So. Ich hoffe, meinem Bruder geht es gut. Madame Beaumont, ich glaube, ich habe Neuigkeiten zu Ihrem Bruder. Bardolph? Was wissen Sie über meinen Bruder? Boah, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie es war. War er tot oder hat er nur aufs Leben angefallen? Ich weiß nicht mehr, das ist zu lange her. Ich dachte, das ist nur aufs Leben angefallen. Er hat sich leider den Erschwinderinnen angeschlossen. Und er will nicht zurück. Was? Nein! Nein, das kann nicht sein. Er wollte ihren Rat. Das ist alles. Tut mir leid, dass ich keine besseren Neuigkeiten habe. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Madame Beaumont. Was hätte ich denn noch tun sollen? Oh, Bardolph. War das wirklich so? Bardolph, mein lieber, lieber Bruder. Wonach suchen Sie genau? Wir müssen ihr irgendwie noch helfen können. Wenn ich mich nur an die Ziele erinnern könnte. So, was machen wir jetzt? Eigentlich will ich ja nicht so sehr zu den Hauptmissionen. Aber es interessiert mich halt einfach, wie es dem Bestien geht. Zweifellos schon lange verlassen. Wir gehen mal in die Richtung. Aber wenn ich irgendwo eine Nebenquest rieche, dann machen wir die als erstes. Alter Leute, es ist einfach nur geil. Genießt mal diesen Augenblick. Genießt es. Wo ist dein Schmetterlingssymbol? Zeit für etwas mehr Tempo. Nein, nicht schon wieder unsichtbare Wände. Wir gehen woanders hin. Ich habe keine Lust auf unsichtbare Wände. Nein. Wo sind denn noch Nebenmissionen? Das sind doch immer so Symbole. Hier. Könnt ihr euch an die Mission noch mal erinnern? Mit dem Bruder? Wo wir wirklich gesehen haben, dass er sich da angeschlossen hat, dass er tot ist oder so. Ich kann mich daran momentan wirklich nicht mehr erinnern. Aber daran kann ich mich doch erinnern. Gott sei Dank haben wir die Barriere schon mal gemacht. Der Hippogreif markiert die Stelle. Das wollen wir definitiv. Definitiv. So, Sebastian, du musst noch kurz warten. Allerdings machen wir das in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ach, scheiße, das sind ja Gegner. Ah! Stopp! Stopp! Lande! Lande! Lande!
Okay, Leute. Bis zur nächsten Folge.